Ja, herzlich willkommen zum nächsten Part zu Risen. Ja, wir haben hier etwas aufgehört, weil ja leider keine Zeit mehr war für den Part. Und wir machen hier weiter. Und wir können uns erinnern, unser guter Freund hier vorne hat ja gesagt, dass wir hier in der Nähe schon einen Tunnel haben sollen, der angeblich ein blaues Portal beherbergt. Von da aus würde ich meinen, wir machen uns jetzt erstmal ganz eiskalt auf dem Weg in die Höhle. In die vermutete Höhle, die ich jetzt mal so behaupte da oben. In der Hoffnung, dass wir da jetzt unser erstes, ja wie nennt man das, Rüstungsteil vielleicht oder ein Schwert finden. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht finden wir ja schon mal was. Das wäre natürlich ganz gut, und wenn wir es dann auch anziehen könnten, perfekt. Weil dann können wir uns endlich den Titanlord stellen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt gegen ihn antreten würden, ich glaube, er würde uns einfach mal in, ja, Stücke reißen. Wie so ein Fetzen Papier. Kann man sich so schön bildlich vorstellen. Gerne die Fantasie ausprägen lassen. So, da vorne haben wir schon Besuch. Wir speisern natürlich ab. Selbstverständlich. Und werden uns den Kollegen mal ein wenig Zuwendung. Ja. Da kommt er. Ich sollte mal vielleicht was trinken. Ist immer nie so verkehrt in dem Spiel. Ja. Oh, ja. Oh. Meine Güte. Okay, eins haben wir schon mal. Hammer. So. Und damit ist der Echsenmensch erledigt. Wie schon gesagt, das ist immer schwierig für mich, in Kämpfen zu quasseln. Ich kann das nicht. Nichts zu holen. Nicht wundern, wenn ich mal ruhig bin. Das hat nichts damit zu tun, dass mir nichts einfällt, sondern eher, dass ich hier im Kampf voller Kampfesrausch oder wie auch immer man es nennen möchte. Okay, jetzt hat's geklappt. Jetzt bin ich aber gerade in so einem Fluss drin. So, also, um jetzt nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen, wenn hier natürlich Echsen vor dem Tempel sind, werden hier dementsprechend natürlich auch blaue Portale sein. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, oder ich muss wieder ein bisschen aufpassen, denn obwohl, nee, hier war das nicht. Verdammt. War das abgesichert? War das abgesichert, Leute? Ich weiß es nicht, ich speichere lieber nochmal ab. Ich kenne noch mein Glück. Okay, gut. Es war safe. Gut. Okay, wir haben hier nichts zu tun. Verdammt, warum wandern die Echsen bitte davor? Und da unten ist zwar auch noch ein Tempel, wie ich weiß, aber das ist nicht der Tempel. Haben wir denn überhaupt... Ich muss mal kurz ins Questlog. So, wo bleibt die goldene Lieferung? Severin soll eine goldene Lieferung haben. Ansonsten wird das Severin in ein Zwischenlager gehen und nach der Kristallscheibe frage. Aber ich glaube, das hat sich doch schon erledigt mit der Kristallscheibe, oder? Das ist ein bisschen buggy, finde ich. Ich sprich mit Don Esteban über den Vulkantempel. Okay. Öffne das große Tor. Seelentrinker neu schmieden. So, da haben wir ja doch eine schöne Rüstung. Priestergrab haben wir, hier oben haben wir verschiedene Gräber. Priestergrab. Okay, gut. Wir sind also gar nicht mal so verkehrt, aber leider an einem falschen Tempel. Verdammt. Ja, wir müssen mit den Donnerschein drehen. Wäre eigentlich so oder so eigentlich mal gar keine schlechte Idee, mit dem Monsieur mal zu reden, denn ich denke, er hat uns auch ein bisschen was zu erzählen. Okay. Rein theoretisch müsste hier jetzt eigentlich was sein. Aber das kann denn nur noch da unten sein. Seltsam. Ich bin gerade ein bisschen
Ja, ich sehe wohl, aber ich denke mal, nein, 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 nein. Aber schön, dass man auch die Echsen jetzt wiederum hört. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Lasst mich mal kurz. Nur ganz kurz. Mich würde ja eine Sache interessieren. Inwiefern wir hier natürlich. Ne. Weil da oben waren wir ja. Da oben waren wir ja. Da ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da nichts ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass in dieser Höhle, wo wir gerade eben drin waren, dass da viel los ist. Seltsam. Ja, ist schon lange her. Man überlegt mal, seit wann habe ich das Let's Play hier angefangen? Das war. Ist schon Jahre her. Wohl bemerkt. Leider mit immer wieder größeren Aussetzern. Aber. Wie schon gesagt, das Spiel fesselt einen. Ich finde es jedenfalls so. Nicht jeder findet das so, aber. Wenn man sich mit Risen richtig beschäftigt, ist Risen verdammt interessant. Okay, gut. Wir haben dann wieder eine Gruppe Echsen. Die werden wir uns natürlich auch wieder zu Gemüte führen. Ganz gesund und. Mann, was haben die denn hier alle gemacht? Hier mit den armen Gnomen. Ach du Scheiße, das sind aber eine ganze Menge. Oh yeah. Das war gut, 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 das war gut. Oh yeah. Dass die aber auch viel aushalten, ne? Gut, wir nehmen mal wieder einen provisorischen Drink. Heilige Scheiße, ey. Was haben die denn gegessen, ey? Hammer. Hammer. Komm mal klar auf dein Leben. Oder ich sollte mal wieder ein bisschen was trinken. So gehen die Tränke weg. Ich habe mir extra so viele gekauft. Aber eigentlich nicht, um das an euch. Ja, ist gut, Echsenkrieger. Ist gut. Natürlich. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ich komme auch gerade in keinster Weise klar. Natürlich. Natürlich. Ja, du bist die kleinste Sorge hier, kleiner. Ey, die sind aber auch. Oh, Jassis, was waren das denn bitte für Monster, ey? Heilige Mewitzka. Weil wir waren das jetzt 5? Gut, Hauptsache, ich habe einen Teleportstein gefunden. Nicht schlecht. Können wir hier brauchen. Jetzt haben wir schon fast alle, muss man dazu sagen. Waren wir hier nicht auch schon drin? Aber das wurde so gut bewacht. Das ist mir ein bisschen. Hier haben wir noch einen Anführer. Ja, natürlich. Der hält aber auch gar nichts aus. Gut. Das hat sich erledigt mit unserem Anführer. Hauptsache, der Anführer trägt nur 15 Gold bei sich. Man muss sich das mal so ein bisschen ins Gesicht hämmern lassen. Sich einfach mal so vorstellen, wie viel so ein Anführer mit hat. Ah, hat halt sehr wenig mit. Naja, wollen wir uns nicht darüber den Kopf zerbrechen. Wir wollen hier weitermachen. Wir kommen hier definitiv weiter. Und dann vorne haben wir auch schon fleißigen Panzergrillenbesuch. Aber die sind auch wirklich mal gar kein Problem mehr. So, ich achte mal wieder an die Wände und Decke, denn wir wissen ja, ich habe ja so ein gewisses Talent dafür, dass ich hier in Fallen reinlaufe. Und meistens, wenn man immer vom Fallen redet, dann passieren auch meistens die ersten Geschichten. So, kümmern wir uns aber mal ganz schnell. Scorpi Nummer 1 ist erledigt. Da oben haben wir noch einen Scorpi. Ja.
Gut, das hat auch nichts gebracht. Der kam da nicht mal ansatzweise an uns ran. So, wir sind schon in der Höhle drinne. Das heißt, hier werden wir definitiv, da auch ein automatisches Speichern drinne war. Und etc. etc. So, das sieht nach einer Falle aus. Warum sieht das nach einer Falle aus? Naja, der Boden, weiß nicht, so leicht eingedäschert. Könnte eine Falle sein. Wir deaktivieren natürlich den Hebel. Speichern nichtsdestotrotz natürlich nochmal ab. Und laufen jetzt mal rüber. Scheiße, das sind die Untoten, ne? Ja! Ja, die halten schon ein bisschen. Ein bisschen mehr aus. Trink mal schnell wieder was. Die haben aber auch einen Bums. Das sind. Ne, das sind ganz normale Elite-Krieger. Das wundert mich ein bisschen. Also, dass der nicht getroffen hat, ist eigentlich ein kleines Wunder. Na komm, na komm. Heilige Merwitzka, ey. Es ist der Hammer. Wie viel Tränke ver... Also, so viel wie der getrunken hat, der müsste ja schon Wassertabletten nehmen, damit er überhaupt wieder klarkommt im Leben. Meine Güte. So, da haben wir schon mal das erste komische blaue Portal, was wir ja dementsprechend ja auch kaputt machen dürfen können jetzt. Aber natürlich haben wir hier noch seltsame Geräusche und eine Aschebestie. Na, ganz geile Scheiße. So was steht ja ganz doll. Shit happens. Haben wir da irgendetwas? Also das Ding tötet nicht ohne Kumpel. Könnte aber sicher sein. Hat aber auch einen Bums am Arsch, die scheiß Aschebestie. Mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Oh Mann, wo bin ich hier überhaupt gerade? Was hat. Ist mein Skelett eben gerade eben drüber gesprungen? Habe ich das richtig gesehen? Ja, bisschen Buggy-Using ist das ja schon hier, aber ist. Wir nehmen das jetzt mal einfach mal so hin, wie das. Und das kommt mir hier komplett. Ich kenne das nicht hier, Leute, wenn ich ehrlich bin. Diesen Höhenabschnitt hier gerade ist mir komplett fremd. Da haben wir sogar noch ein anderes Portal. Ein normales Portal. Bros, auch wenn es gerade spannend ist und wir jetzt gerade mitten irgendwo in der Pampa sind und wir auch keine Regionalquestkarte haben. Nein, ich möchte eigentlich nicht mit Paulus, mit Fred reden. Ich wollte eigentlich mit der Regionskarte mal ein bisschen kommunizieren, aber nun gut. Ja, wir machen im nächsten Part auf jeden Fall weiter und mal gucken, was uns hier noch so alles auflauert. Im nächsten Part auf jeden Fall diese Echse da vorne. Bis dahin. Ans gucken. Sexy. Ans gucken. So, dann werden wir uns das jetzt mal ans gucken. Wo ist denn der Vogel? Da hinten kann er nicht sein, oder? Nee, das wird er nicht sein. Nee. Sorry, ich bin ein bisschen aufgedreht. Aber wir müssen uns das doch angucken.